Herzlich willkommen zu meinem 340. 7-Day-to-Die-Stream. Gott, bin ich heute gut drauf. Denn 7-Day geht wieder. Ich hab gestern gekotzt. Gekotzt und gekotzt und gekotzt und gekotzt. Weil das neue Update sich mit diversen, wie ich durch Jones herausfand, das neue Update mit diversen, also das neue 7 Days Update, mit diversen Mods nicht verträgt. Jetzt hat Snone in Kleinstarbeit in den letzten 24 Stunden alle Mods runtergeklatscht und komplett neue Mods draufgehauen, weswegen das Spiel jetzt komplett anders aussehen wird. Denn ich habe vorhin schon mal eine Nanosekunde reingeguckt. Und da heute ein Mittwoch ist, muss ich heute noch 7 Days anmachen, muss ich heute noch Videos hochladen, das tue ich direkt nach dem Mittagessen. Und ich schaue mir selber streamen, bis die aus dem Zuschauer kommen. Aber Horatius ist noch im Hintergrund laufen. Und ich war gerade auf eBay. Und habe zum Einstellen eines einzigen Produktes 35 Minuten gemacht. Das ist immer brutal für mich. Bam bam bim bam bam bim bam 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 bim bam bam bim bam 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 bim bam 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 bim bam 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 bim bam 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 bim bam bam. So, jetzt gucke ich nochmal hin, ist dolle schneller. Ob das letzte 7 Days to Dice Video schon hochgeladen wurde. Bam, bam, bim, bam, das war der 343. Stream, ja, ist das heute der 344. Stream? Ich habe gar nicht gesagt, wann ich gestartet habe. Mittwoch, 23. September 2020, circa 14:50 Uhr. 14:52 Uhr rum habe ich gestartet. Jetzt haben wir es 14 Uhr. 14:55 Uhr. Und der letzte Stream ging eine Stunde 16. Tja, heute wird kein Deut länger gehen. Aber da das Spiel jetzt wieder geht, werde ich heute Abend, die ganzen Abend, werde ich durchzocken. Das könnt ihr euch nicht vorstellen.
Ist überhaupt jemand im Game? Syrien! Chatten wir schon mal kleiner. So. Jetzt kann ich mir auch Rats angucken, was jemand dort schreibt. Die Zombies hier hinten wollten, dass wir da gehen. Also mein Nachbar war nicht sicher von den Zombies. Auch dann nicht, wenn ich mir Gebäude gegenüber bin. Unglaublich, wie aggressiv die auch sind. Junge, wie aggressiv. Warum? Ah, hier ist immer noch alles wie neu drin. Ah, Frauenspiegel. Ja, ich habe wirklich sehr viel Energie hier hineingesteckt, die wieder zu reparieren, aber diese Dings hier muss noch. Ich wollte hier vorne. Ah ja, klar, hier. Wir sind so eingebreakt. Oder ausgebreakt. Schwer zu sagen, aber. Aber die könnten auch hier drin gespawnt sein, oder hier? Okay, das ist ja fies. Was ist da? Hier sind die durch, das war noch Holz. Das ist die Tafel, wo man Wertwerte dran schreibt. Ja, aber das war doch Mauer. Dann sind die tatsächlich hier durch die Bar mal eben. Ich glaube, sagt. Ich glaube, es hackt bei euch. Hallo, beachte mich nicht weiter. Bin noch in der Küche am Gange. Dann beachte ich dich mal nicht weiter. Ich kann immer noch nicht glauben, dass der Fino so ein Rohr gefunden hat, so ein kleines. Ha, weißt du, wie schwer das war, das jetzt zu bemalen? Hinter den Rohren. Also echt mal eben durch meine Bar hindurchgelaufen, um zu mir zu kommen, anstatt drumherum. Die Zombies sind so heillos blöde. Nur hängen geblieben hier, an den Kanten bleiben die immer hängen. Und da wollen die durch die Kante hindurch. Deswegen haben die sämtliche Kanten bei meiner Nackbar ausgeruppt. Wie schon gesagt, die Wände werden immer fester. Nee, wenn sie nicht an dir rankommen, zerdeppern sie alles unter dir. Nur war ich nicht in der Bar. Ich war im Turm hinter meiner Bar. Und die sind durch meine Bar hindurchgelaufen. Indem sie die Wand zerstört haben, wir durchgelaufen sind und die Wand zerstört haben. Das habe ich noch nicht erlebt, sowas. Das ist ja Dummheit höheres Grades. Die machen sich die Mühe durch zwei Betonwände, anstatt einfach um die Bar drum rumlaufen.
Da deppert alles unter dir, ja. Was heißt unter mir? Ich bin doch neben meiner Bar. Ich bin doch eigentlich ganz weit weg. So. Alles, was nach Stütze unter dir jetzt verstehe. Wieso Stütze? Ich war nicht mal in der Nähe von meiner Bar. Ich war da im Turm. Das ist doch keine Stütze. Noch nicht mal die Brücken sind verbunden. Da war ich. Übrigens, ich habe ein geiles neues Gittersystem gebaut. Doppelgitter, quer und schräg. Kommt nie ein Vogel durch, hat sich nicht mal ein Vogel rangetraut. Das war eine der leichtesten Blutnachte ever. Aber eine Brücke, ja, das ist doch keine Verbindung. Und in der Blutnacht sind die beiden doch oben. So war das und ich war im Turm. Und da gehen die durch meine Bar hindurch. Kommt da rein, laufen hindurch und hier wieder raus. Ich dachte, ich bin im falschen Film, als ich das gesehen habe nach der Blutnacht. Was ist hier irgendwas kaputt? Sollen meine Nacktbar in Ruhe lassen? Das wäre richtig zornig. Zornig. Ich muss mal solche Sofas bauen. Wie brauche ich denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13 solche Sofas brauche ich. Ahnst du jetzt, warum meine Türme weit weg sind? Langsam aber sicher ahne ich es, ja. Vor allen Dingen hier war meine Tür. Das ist das Allerschärfste. Die müssen auch hier gewesen sein. Oder? Nee. Nee, hab gelogen. Aber geil. Oh, was haben die denn hier? Oh, nicht gut. Würden die hier mal meine Dings in Ruhe lassen? Meine Bar. Oh Gott. Alles kaputt gemacht. Die wollten auch in mein Büro rein. Sehen die noch Jens Knusper, Knusper, Knaser? Lasst mein Bar in Ruhe! Die Schweine! Aber wirklich, alle vier Seiten haben sie erwischt von meiner Bar. Also das Motorrad hier ist übrigens festgebuggt. Warte. Wenn man was rausnimmt. Und dann das Motorrad nimmt. Ah, so geht das. Ups.
Stapel Benzin kann ich da kann ich auch nicht machen. Kann ich jetzt Stapel Benzinkanister machen? Ach, leck mich doch am Arsch. Stream ich noch? Stream ich noch? Ich will gerade Fehler anzeigen. Jetzt mittlerweile? Nee, kann ich nicht. Aber ich hab doch jetzt schon Mechaniker. Ach, das muss ich werden, okay. Ja, da machen wir auch mal alles mit hier. Oh, mein Kerl verhungert gerade. Und Licky sagt nichts. Hat jetzt bestimmt darauf gewartet, dass ich sterbe. Wir haben übrigens völlig noch eine neue Mods. By the way. So, jetzt muss ich aber ganz vorsichtig sein, wenn ich mit Stahl losziehe. So mehr hat das für Beton. Ich möchte doch nur den Automaten reparieren. Diese blöden Zombies kaputt macht. Eisenrohre. Ach doch, wir schießen. Da mache ich was anderes mit. Ich baue hier einen Denkzettel für die Zombies, den sie nicht vergessen werden. Ach, warum die denn die Tage und die Zeitanzeige? Tag 110 haben wir. Wann ist nächste Blutnacht? 112? Oh Gott, da könnte ich heute Blutnacht erleben. Wenn keiner on ist, während ich esse. Ich baue hier was her. Die Zombies, ihr lebt doch nicht, weil essen werden.
Bau für die Zombies puren Schmerz hierher. Puren Schmerz, wenn die nochmal hier reinkommen sollten. Die Zombies haben so Angewohnheit, drachende Säulen einzureißen. Das lassen wir natürlich nicht zu. Das lassen wir natürlich nicht zu. Ups, das ist genau das, was man mit dem Stahl nicht machen sollte. Verdammt. Der Stahl verschwindet. Naja, egal. Ja, lol. Aufwendig zu reparieren. Wird halt abgerissen.
Sagen wir mal so, ich brauche mal Stahlbar, heiß machen. Ja, hier wäre der Stahl so schön auf Jürgen gewesen. Ne? Und jetzt Beton. Pizza ist hart selbst gemacht. Bitte aus Grundteigzutaten. Ich mag's nicht, dass die in einer Tour Säulen anreisen. Das macht Heidenspaß und die Gier, also. Vor allem der Feuerwehr aus, hier ein Zombies zu kämpfen. Ja, hier brauche ich einen Stahl. So lasse ich das. Sicher alles selber. Tiefkühl ist grausam. Pizzeria traut den Neubürgern nicht mit ihren BASF-Pizzen. Ja, du wirst auch sehr müde von. Ich kann dir aus Erfahrung berichten. Ich habe mit meiner Freundin jetzt 200 Pizzen gegessen. Alle bestellt. Alles BASF und nicht gesund. Macht sehr müde. Selbstgemachte Pizza macht nicht müde. Aber die Pizza hat mich müde gemacht. Also wer weiß, wie viel Glyphosat da drin ist. Also ich hoffe, du hast wirklich deinen Worten Taten folgen lassen und BASF-Aktien nachgekauft. Das Geschäft boomt ja ohne Ende. Ah ja. Das kann man nicht reparieren. Geil, ich hol mal. Und selbstgemachte Pizza lässt einen wach. So auffällig, ne? Wenn es einen müde macht. Der Körper auch mal das Gift abbauen muss. Nicht so gut. Damit die Zombies nicht in Zukunft auf Ideen kommen, wieder meine Bar anzugreifen. Ach, jetzt hat er Missgeburt, was sich die Knochen gebrochen. Gab's doch nicht mal einen Mod, den man in die Schuhe packen konnte, damit man runterspringen kann, weil früher konnte ich das. Auf dem alten Server. Gab's einen Mod, den habe ich in die Schuhe gepackt. Die ist, glaube ich, wieder leicht und da konnte ich immer runterspringen, nichts passiert. Jetzt ist das Aas nur am sich nur am Knochen brechen. So, und wir stellen das so auf, dass es diesen Bereich dort schützt. Raucht da wird mit 5 km/h. Ja, den Mod habe ich. Ja, kann ich den mal haben? Sirion hat das Spiel verlassen. Ach, wie schade. Weil das Aas ist nur am sich am Knochen brechen. Noch, ich bekomme gar keinen Stahlbarren mehr. Meine Eisen. Was ist denn hier los? Ach, ich brauche extra abbauen.
sie eigentlich da weggeballt. Mal schnell läuft, zeigt an, dass das Bein dem weh tut. Das ist so krass, ey. Ja, genau dahin. Okay, dann klappt das nicht. Jetzt hat er die Freiheitsstrom hingestellt, das Ass. Blut nach 112, ja, ich denke mal. Das Problem ist, wenn du Delfine oder Syrien online geht, während ich Mittag esse, dann erlebt ihr die. Ich gehe so von 16 bis 19 wieder Mittagessen. Es wäre schön, wenn ihr die Blutnacht nicht ohne mich machen würdet. Das wäre saudolle lieb. Warum treten der die um? Da zeige ich die doch richtig rum an. Oh! Was stimmt mit dir nicht, Game? Die sind nicht leicht zu bauen. Gucke, jetzt ist die richtig rum. Siehst du das? Ja, jetzt hat er es gerafft. So, hier haben wir zwei Toiletten. Hier haben wir zwei Toiletten. Das muss man eigentlich mal zoomen. Einer nicht. Da stand ich mal ein bisschen pinseln. So. Also, Oliki, wärst du erst einmal so lieb, kurz vor der Blutnacht zu warten, bis ich wiederkomme heute Abend? Wenn ich das schon mal von dir weiß. Und mir jetzt ein Stück ist abgekühlt. Okay. Und wärst du so lieb, den anderen zu sagen, dass sie nicht? Naja. Oh, wieso dreidimensional? Halt, nicht dreidimensional drehen.
Tja, die Kombis, die können allein tun. Die Zombies, die können einen leid tun. Delfino, ich hab dir Nachricht geschickt. Kommst du warten? Nein. Nein, 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 nein. Erstens, Oligie, komme ich vielleicht schon 19 Uhr wieder. Und zweitens, nicht vielleicht. Ich komme auf jeden Fall wieder. Das muss verstanden werden. Ich möchte nur, dass wenn es vielleicht 18 Uhr ist, du vielleicht mal eine Stunde aussetzt oder so und wartest bis die Blutnacht. Aber so ein Tag geht ja hier 2 Stunden, Oligi. Ich glaube ja nicht, dass es, wenn der 11. Tag anbricht, dann haben wir es. Ja, es wird so bei 18, 19 Uhr rum sein, wenn die Blutnacht dann anfängt, verstehst du? Ja, und Delfino, die habe ich auch gerade privat geschrieben. Ich würde gerne die Blutnacht machen, die 112 ist. Komme aber auch 19 Uhr wieder und ich weiß nicht so genau, uhrzeittechnisch. So, 7 Days Tag geht doch 2 Stunden, oder? Dann müssten es doch noch 4 Stunden sein bis zur 112, oder? Dann dürfte das ja auch nicht so das Thema sein, weil in 4 Stunden bin ich ja wieder 16, 17, 18, 19. In 4 Stunden bin ich ja wieder unten, 19:30. Richtig? Und 7 Days Tag geht 2 Stunden. Wenn nach dem Frühstück dann ordentlich spielen. Ja, kannst du ja auch. Ich will noch nicht, dass ihr mir meine Blutnacht wegmacht. Und die ist ja erst in. Herrgott, ich brauch Barren. Zwei Tage. Wenn der Tag mindestens 2 Stunden dauert, ist Frühstück 15:30 Uhr. Was bist denn du für ein Mensch? Also echt mal. Das ist nee. Also ich stehe ja brav auf 9 Uhr früh. Ich bin ja noch im einstelligen Uhrzeitbereich. Also in 4 Stunden an die Decke schauen für seine Majestät. Nein! In 4 Stunden für ein paar Minuten an die Decke schauen. Das ist Sozialverhalten, hat nichts mit Majestät zu tun. So. Und auch nur wenn die Blutnacht beginnen sollte, bevor ich da bin. Aber ich glaube, die Blutnacht kommt ja eh erst in 4 Stunden und dann bin ich eh da. Eben, sei spezial, können deinen Mitspielern den Spaß und schaffe uns nicht Probleme. Die Probleme wurden dadurch geschaffen, dass der Rhythmus so langsam ist, dass ich nicht Blutnacht machen kann. Beim anderen Rhythmus kam die Blutnacht viel schneller und viel öfter und so. Das ist das Problem. Vorher habt ihr keine Probleme diesbezüglich. Ja, also sei mal sozial, Oligi und so. Und hier und da und außerdem. Das Problem ist, du willst einen extra Wurst. Nein. Ich wollte nur dieses eine Mal um die Blutnacht bitten. Das war alles, weil es gerade so passt, verstehst du? Nicht hebt alle Blutnächte für mich auf oder so. Nur rein zufällig, weil jetzt in 2 Tagen Blutnacht ist und das noch nicht sofort ist, verstehst du? Einfach nur, weil es zusammenpasst. Du hast die Gabe, alles negativ darzustellen. Also du hast die Gabe, das so zu bewerten, als wollte ich irgendetwas von dir haben, was du nicht geben kannst. Genauso stellst du das dar. Das ist eine sehr traurige Sichtweise auf die Welt.
Natürlich, jetzt hält man Beton. Oh, macht mich das Spül wütend. Ich brauche mal Bachen. Ich mache einen Gegenvorschau. Kau schneller. Du kannst gewiss sein, dass wenn ich 19.30 Uhr erscheine, statt erst 21 Uhr, dass ich bereits mein Schnellstes gebe. Tja, so bin ich zu euch. Gebend, 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 gebend. Ununterbrochen gebend. So. Oh, was wollte ich auch? Wie schon gesagt, ich denke mal, wenn ein Tag 2 Stunden geht, und ich habe nochmal eine Bestätigung dieser Frage, dieser Aussagenfrage gebeten, dann besteht das Problem gar nicht. Weil dann kommt die 112 erst in 2 Stunden. In 4. Das ist schon wieder egal. So, was wollte ich jetzt? Ich fange 16, 16.30 Uhr an. Hey, da höre ich gerade auf. Mein Leben ist scheiße. Du stellst Beton her. Unmengen Beton stellst du her. So. Und steck hier durch. Keiner will dir unterwerfen. Will sich dir unterwerfen. Du machst eine Bitte zu einem Befehl, Uliki. Warum tust du das? Das ist unfassbar, wie du das darstellst. Ich bin schockiert, erschüttert, enttäuscht, beleidigt, moralisch diskreditiert. Seelisch und moralisch defamiert. Völlig fix und fertig. Afka Klo, ja. Hau ab, du. Irgendwie sieht das ja nicht richtig aus. Yes. Es sieht komisch aus. So tut es so jetzt auch. Na, Ulicki, das sind Rebellen, ja. Er macht das einer Bitte, ein Muss, ein Befehl, ein Zwang, so als hätte ich das so dargestellt. Nicht gut. Beziehungsweise Ulicki hat dies getan. So. Die Stange ist gut, darum versammeln die Zombies sich und von dort aus schieße ich dann immer runter, wenn sie es wieder rein in die Beute schaffen sollten, was denen diesmal allerdings deutlich schwerer fallen wird, weil ich hier eine kleine Überraschung für sie bauen werde. Warte mal, die kann man abbauen und neu setzen. Da ist aber der Ernst, wa? Zu geil. Wenn die Arge mir ein Zimmer in Tellingstedt bezahlt, kann ich bei Papa ein Praktikum machen? Und wenn das klappt, kann ich die Arge zwingen, mir einen Führerschein, ein Auto zu bezahlen. Dann muss Papa den nicht zahlen, weil sie mir die Ausbildung ermöglichen müssen. Na, dann mach das so. Es geht nichts über wie nennt man das? Ich brauche einen Begriff dafür. Die Dinge für sich zu nutzen, sagen wir es so. Staatsausgaben? Ne, das habe ich ganz hinter mir. Ich brauche einen Begriff dafür zwingend.
Staatsanleihen zu nutzen. Staatsgebräuche. Mach das so, Holi, mach das so. Ich wäre stolz auf dich, wenn du es komplett durchziehst und es komplett so machst. Ich erwarte sogar von dir, dass du es so machst. Alles andere gibt's für Bärmaban. Irgendwie muss man ja an seinen Führerschein kommen, ne? Der Staat gibt so viel Geld für Müll aus. Ich kenne einen Typen, der hat sich jetzt schon die 70. Weiterbildung vom Staat bezahlen lassen. Ohne jemals wirklich in diesem Bereich tätig werden zu wollen. So. Nichts Seltsames. Bin schon wochenlang am Telefonieren, weil man darf ja nicht mehr ins Haus der Arge wegen der Viruslüge, genau. Wegen einem Virus, der nicht existiert, und wenn er existiert, keinerlei Gefährlichkeit aufweist. Ja, lass die sich doch alle selber belügen, sich eingrenzen. Ich hätte auch wieder einen Termin haben müssen. Was haben sie gemacht? Mich angerufen. Das war in 5 Minuten erledigt. Ich war die und ihre Seire noch nie so schnell los. Wenn ich dort sitze, labert die mich 45 Minuten mit ihrem Müll voll. Am Telefon labert sie mich noch 5 Minuten mit dem Müll voll. Den ich ignoriere, auf das ich nicht höre, was ich nicht mache. Das war sehr entspannt. Ich habe 40 Minuten Müll erspart. Das war wirklich sensationell, holy. Ja, diese Säule hält übrigens meinen Turm. Möchte nicht wissen, was passiert, wenn diese Säule einstürzt. Jedenfalls habe ich ein paar kleine Überraschungen für meine Zombies, wenn die wieder reinkommen in die Halle. Das heißt, du ziehst das wirklich durch, Holy. Holy, du hast meinen vollsten Respekt und Ehre, wenn du das so machst. Hi Dol, schön Smiley hast du, was denn das? Hi Delfino nochmal. War bei mir auch so. Letzter Termin beim Arbeitsamt war telefonisch nach 5 bis 10 Minuten wieder erledigt. Hab dabei Kaffee getrunken, war viel entspannter, ja. Jetzt war immer noch. Die hat es zwar tatsächlich geschafft, mich zu triggern, indem sie in die 5 Minuten ekelhafte Fragen gestellt hat. Aber da ich meine vorformulierten Standardantworten in den letzten 20 Jahren mir zurechtgelegt hat, ging auch das flüssig über die Bühne. Ich habe irgendeinen Kommentar nicht gelesen. Doch, dass du wochenlang am Telefonieren warst? Papa Praktikum? Oder wird ein Kommentar nicht angezeigt? Doch, ich habe das gelesen. Du hast nicht hingehört. Darüber rede ich ja sogar gerade. Mit irgendeinem Top-Streamer ist das Mighty. Oh, da bin ich mir sicher, dass das ein Top-Streamer ist. Und ich mag es, wenn du Streamer Komplimenten machst und sie Top-Streamer nennst. Das finde ich besonders sensationell.
Das mit den 970 Euro? Sorry, da steht nirgendwo was von 970 Euro. Seht ihr irgendwas bei Holi mit 970 Euro? Delfino, kannst du mal nachgucken? Weil da wird mir nicht angezeigt, Holi. Doch, hab gelogen. Ich habe die zweite Hälfte nicht gelesen. Stimmt, das musst du so formulieren. Vor ein paar Tagen haben sie mir eine Mahnung geschickt, ich solle 970 Euro zahlen für eine Überzahlung von Heizkosten von vor 3 Jahren. Aber ich habe das alles schon zurückgezahlt. Ja, das ist ja dann leicht. Dann einfach Schriftstück, ich habe das schon gemacht. Dann müssen die wieder reagieren und gut ist. Da hat sich wohl ein Buchhalter oder vermacht, ja, die haben alles schon tun. Solche Probleme habe ich irgendwie nie. Die wollen von mir nie was. Ich befehle denen, was die mir nachzuzahlen haben. Ja, und kriege ich das dann immer. So muss das funktionieren. Ach, das Leben ist so schön. Immer diese Triebmörder, die nur die Hälfte lesen. Ja, das sind die allerschlimmsten, ne? Die sollten sie erschießen. Meuchelmorden, vierteilen, vergiften. Zum Glück bin ich ja nicht so. Machen ja nur andere. Und am besten noch welche nennen, die nicht mehr streamen, wie zum Beispiel UFO. Der hat sowas gemacht früher, aber ich doch nicht. Ha! Ich immer gleich eine Mahnung, ihr seht noch mit Mahngebühren, also ein Krempel. Statt erst mal freundlich zu fragen und zu sagen, wissen Sie, da war was und so. UFO, habe ich schon mal gehört. Kann nicht sein, schon so lange her, musste komplett vergessen haben. Toll. Aber ja, der Plan ist ein Praktikum. Danach stellt Papa mich als Hilfskraft ein und nächstes Jahr beginnt die offizielle Ausbildung. Und die Zeit, die ich als Hilfsarbeiter dort war, wird dann angerechnet als nur 2 oder 2,5 Jahre. Nun sagst du mir mal, was du dort machen musst. Oder ist das wirklich nur rein offiziell und du machst eigentlich gar nichts? Was ist eine Hilfskraft? Was macht dein Vater eigentlich? Was hat er für ein Unternehmen? Und du hast einen sehr lieben Papa, wenn der sowas mit dir macht. Das ist unfassbar, wie nett dein Vater ist. Mein Vater ist das größte Arschloch, was rumläuft auf dem Planeten. Wir können uns darüber meckern. Das ist schön, wenn andere Leute Väter haben, die man mögen kann. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt oder so. Und ausgebremst hat mich das in meiner Entwicklung, mein Vermögen. Wie weit wäre ich heute, wenn ich den richtigen Vater gehabt hätte? Von 8 bis 12 am Telefon hocken und mittwochs ist frei. Wenn es geht, noch nicht mal nach draußen telefonieren, sondern nur neben dem Telefon hocken und warten, dass ein Anruf reinkommt, hä? Mittwochs ist frei. Also Samstag, Sonntag und Mittwochs ist frei, oder wie? Der Mittwoch gefällt mir. Er ist Allgemeinmediziner und ich lerne dann medizinischer Fachangestellter. Genau, ja. Du warst also, du sitzt also auf einem Stuhl? Ich hoffe, du hast Unterhaltung, einen Computer nebenbei oder irgendwas. Gameboy. Spiel Videospiele nebenbei. Mach irgendwas Sinnvolles. Ja, am Handy. Keine Ahnung. Ah. Nicht, dass das Lebenszeitvergeudung ist. Für Geld Lebenszeit geben, ist auch nicht gut. Nutze die Zeit weise. Oh, die nutze sie weise. So war es, nö. Zombies können einreisen, was sie wollen. Am Blech und Holz. Es wird immer durch Beton ersetzt. Beton. Dasselbe hat seine Freundin gerade durch und jetzt ist der Platz frei. Ja, also sie ist dann auch Fachangestellte Kraft jetzt und kann hier Wissen hat und über Medizin oder zumindest über Verwaltung von Bürounterlagen der Medizin. Ach Mann, 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 Mann. Nee, einfach nur nee. Ihr seid eine Familie, es gibt nichts Schöneres als Vater- und Vetternwirtschaft. Das macht die Gesellschaft besser. Vetternwirtschaft ist sowieso das allerbeste, was es gibt. Familienbetriebe und. Ich wünschte, man könnte die Stange hochklettern.
könnte eine Panzertür reinmachen. Vetternwirtschaft, genau. Ach, ich mag das. Und obwohl es offensichtlicher Betrug ist, können und dürfen die dir das nicht mal als Betrug anerkennen. Selbst wenn sie hören und wissen, wie du es wirklich für dich verwendest und meinst. Weil du alle rechtlichen Auflagen ja einhältst. Gibt's auch Cousinenwirtschaft? Na, ich hoffe doch. Und Olicki ist wieder da. Ja, Olicki hat Vetternwirtschaft gehört und da klingeln bei ihnen schon wieder die Geldglocken. Deswegen ist Olicki jetzt wieder da. Vetternwirtschaft wie jetzt? Gleich mal und so. Geld wie jetzt? So, ich finde aber jetzt alle Hocker wieder repariert. Die Feuerwehr soll ja ewig halten. 1000 Jahre wird dieses Gebäude hier stehen. Da ragt mein Sechseck rein. Und die Zombies kommen doch nicht an mich an. Der ragt mein Sechseck rein. Und die Zombies kommen doch nicht an mich an. Kommt doch nicht an mich an. Kommt doch nicht. Kommt doch nicht. Kommt doch nicht an mich ran. Dip-dip. Wie hübsch. Hübsch. Einfach mal hübsch, ne? Zombies erwartet eine sehr böse Überraschung. Habe ich meine Tür mittlerweile? Ja. Und die hier nochmal in dieses Bad gehen. Das wird so böse, was ich jetzt baue, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So böse, so fies, so gemein, so eklig, so widerspenstig, so kreaturenhaft. So. Es wäre geil, wenn es richtig große, echte Rolltüren wären, ne? Ja. Richtig mit dem Feuerwehrauto rein raushauen könnte. Oh Mann, das Spiel hat so viel Potenzial, was es nicht nutzt. Ich finde das ganz, ganz schlimm. S-C-H-L-Ü Ü-M-M-M-M-C-H. Ich spreche das Wort aus, was ich gerade buchstabiert habe. Ah. Können gerne den Raum hier betreten. Geht doch wirklich schön. Wird das für die nicht. Wird eine Knacke voll mit den Dingern gemacht. Kommen sie mühselig rein, nachdem sie eine Stunde vor der Wand gebrüht haben. Spießen sie alle auf.
Es ist auch schon alles geklärt. Die Papiere sind auf dem Weg zu mir. Nur noch das Zimmer müssen Sie mir bewilligen. Und wenn Sie das nicht machen, muss ich halt zum Anwalt. Am Telefon meint sie, im Notfall machen die das. Wie im Notfall macht wer das? Das Vieh hat schon wieder Hunger. Könnt's ausrasten bei dem Game. Und dieses hier Stöhne. Ja, es dauert ja 150 Millionen Jahre, bis das mal ja. Juhu, ich bin durch die Wand. Aufgespießt. Ach, und wenn sie irgendwann mal alle Fallen vernichtet haben, treffen sie auf die nächste Betonwand und kotzen. Ist eine einzige Festung von der Seite aus, wo mein sechseckiger Turm draufsteht. Interessant ist auch, dass dieser rote Anbau hier hinten aus Stahl ist. Da versuchen die ja nicht erst ranzugehen. Das ist ein knippbehaarter Stahl. Da gehen die nicht mehr auf die Scheiben. Gut, ist oben zeigen. Zu viel Aufwand. Ich lasse die lieber laufen. Hier unten meinst du? Okay. Die Arke will natürlich, dass ich bei Papa schlafe für die Zeit, aber das ist keine gute Idee. Ich hab da ja schon. Ja, die wollen natürlich. Ja, das sind Arschlöcher, ne? Ich hab da ja schon mal gewohnt und mein Zimmer hat gar kein Bett mehr und seine Freundin hat Maddys Zimmer beschlagnahmt. Die sollen mal ruhig zahlen, damit ich mein Privatsphäre behalten kann. Ja, sag das. Geht gar nicht. Ich brauch Privatsphäre. Meine Eltern und ich sind nicht emotional verbunden, muss ich sagen. Wir sind nur geschäftlicher Natur miteinander in Kooperation. Und genauso formulierst du das. Nicht anders. Bin nicht anders mehr hören. Genau so. Das dauert. Das ist Wahnsinn, wie lange wir brauchen für diesen Scheiß. Die Arke kann wollen, was sie will. Ja, das sowieso. Der Witz ist ja, wenn die Angestellten beim Arbeitsamt Ahnung hätten, wie das Geldsystem aufgebaut ist, würden die alles bewilligen. Das wäre denen scheißegal. Die hätten dann nicht mal den illusorischen Glauben, dass irgendetwas davon vom Steuerzahler kommt, was ja nicht der Fall ist. Sie wüssten, dass einfach alles nur ohne Arbeitsleistung dahinter steht, gedruckt wird wie blöde. Und dass sie sowieso für jeden Menschen, der es gerade nötig hat, drucken wie blöde. Und für jeden Zweck und für jede Situation drucken wie blöde. Geld, wo nichts hinterlegt ist, da können sie auch uns alles geben. Die Bevölkerung im Süden. Aber wer diese Ahnung hat, der arbeitet dort eben nicht als Angestellter, ne? Das ist dann wieder die Illusion hinter den Dingen. Wer diese Ahnung hat, wird sofort aufhören, am Morgen als Beamter zu arbeiten. Sondern also nur noch für seinen eigenen Reichtum arbeiten. Was sich dann sehr schnell vermehren dürfte. Wenn man Ahnung von gewissen Mechanismen hat. Gott!
warum ist hier schon wieder nicht drin? In Hamburg ein Millionär kann seinen Besitz so runterrechnen, dass er sein Herz bekommt. Kaputt ist. Ja, ja, klar. Unternehmer sowieso. Die können auch mal alles an der Steuer absetzen, aber das ist auch genau deswegen. Weil dann sagt, das ist nicht mein Privatbesitz, das verwende ich dafür, verwende ich dafür, verwende ich dafür, für das und das und das, am Ende bleibt eh nichts. Also ich mag das System. Man muss es nur für sich selber verwenden, dann ist alles in Ordnung. Dann mal später wieder ein bisschen Stahl herstellen. Das nenne ich mal genug Benzin am Ende. Mag es auch sein, ändert nichts daran, dass es kaputt ist. Ja, natürlich. Natürlich. So, jetzt brauche ich eine Tür. Federn habe ich eigentlich alles auch wieder brauchen. Wo muss ich eine Werkbank bauen, ne? So, außen kriegt es eine richtige Tür. So. Das kann man verkaufen. Das Bauzeug. Ja, langsam aber sicher müsste ich mal wieder eine Loot-Tour machen. Aber jetzt werde ich den Stream erst beenden, wahrscheinlich. Sobald bis gleich werde ich den Stream beenden. Kann ja deutsch bleiben, ne? Ja, Nudeln kann ich auch bald wieder machen. Pilze muss ich ständig kaufen beim Händler, weil ich nicht weiß, wo ich Pilze kriegen soll. Sehr komplexes Zeug. Im Hartz-IV-Bezieher sind bei euch Millionäre. Dann ist sie in Wahrheit ja reich. Jetzt hat's Delfino endlich verstanden. Ist der Lump auch. Wir sind nur reiche Hartz-berechtigt. Und der Licky hat schon längst verstanden. Delfino, ich besitze ein Haus. Das habe ich mir einfach mal eben so gekauft. Im Vorbeigehen. Während ich Hartz IV bekam und bezog. Echt mal. Ja, ja. Und ein Auto. Und Motorrad. Es gibt Organisationen, meist aus Osteuropa oder der Türkei, die professionelle Hartz IV beziehen. Die fahren mit Benz vor. Ich habe mein Auto offiziell angegeben auf dem Harzamt. Ich gab für mein Auto, was im Neukauf 22.000 Euro wert ist, einen Wert von 625 Euro wert an. Offiziell beglaubigt vom Autohaus, dass mein Auto einen maximal noch Wert beim Verkauf von 625 Euro hat. Deswegen darf ich ein 22.000 Euro teures Sportwagen, Auto, Mobil fahren. Ah! Und Licky hat schon recht mit dem, was er sagt. Das ist alles legal und offiziell. Und das ist das Allergeilste, oder? 131 PS, 2 Liter Maschine. Boom! 22.000 Euro ursprünglicher Neupreis. Ach ja. Ups. Und somit teurer als mein Haus. Ja.
Einfach nur, weil die mit ihren Gedankengebäuden gewissen Dingen unterschiedlichen Wert zuschieben. Ihr solltet Hartz IV werden in Deutschland. Die erste Million ist euch sicher. Das geht alles ratzfatz hier. Letztens erschien in meinem YouTube-Recommendations tatsächlich Animal Farm. Der Hochlader hat auch Playlists von Eckart Tolle. Ja, sorry, ja, Animal Farm, ne? Farm der Tiere und 1984. Alles, was Orwell damals rausgehauen hat, das war schon gutes Zeug. Am Spirituellen auch stark kratzend. Und so jemand hat natürlich auch Eckart Tolle verstanden. Wenn ihr jetzt alle Bücher von Eckart Tolle lesen, kaufen oder euch kostenlos als Hörbuch auf YouTube reinballern. Danke. Schleichwerbung Ende. So, ich muss mal Nudeln kochen. Das Wasser kann ich mir eigentlich sparen, weil ich immer so Grundwasser dabei habe. Ganze zwei Dosen, naja. Besser als nichts. Spaghetti, Spaghetti, wir kochen Spaghetti. Du brauchst nur ein Pilz pro. Das ist besonders cool. Sehr sparsam. Brauchst nur ein Pilz. Das sind schon jetzt meine insgesamt dann vier Spaghettis, habe ich mir dann schon gemacht. Einzige Gericht, was ich kann. Wie in Real Life. Ich koche den ganzen Tag Spaghetti. Und so jetzt, so langsam, aber sicher, gehe ich in Richtung Beenden des Streams, so bei 16:15 rum. Setz dann zur Abwechslung Nudeln auf. Verdammt, jetzt habe ich es verraten. Ach komm, Leute, ratet mal, was ich heute esse. Schnell kauen, du weißt ja. Ja, ich hau. Mensch, da hast dich. Holy sendet einen Link. Von der Stunde 9, oh Gott. George Orwell. Ah, okay, alles klar. Nudeln mit Rüben, ja, genau. Nudeln mit Bohnen. Ich brauche es Eiweiß aus Bohnen, damit ich satt werde. Ziel, du hast schon lang keine Nudeln mehr gegessen. Wie wär's damit? Ja, Nudeln essen. Ihr ratet es alle irgendwie richtig. Ich weiß nicht, wieso ihr darauf kommt. Ja, das gibt's nachher. Wie sieht denn das aus? Ach so. So sieht das immer aus, jeden Tag bei mir. Links auf dem großen Jass. Wenn man so will. Auf dem großen Jass, so hat man es zumindest in der DDR genannt. Der Topf mit Wasser, meistens schon aus der Leitung vorgewärmt. Rechts Tomatenmatsch mit Bohnen in den Topf geworfen. Genau abgewogene und abgemessene Mengen. Und hinten eine ganz präzise Menge mit der Feinwaage abgewogene Anzahl an Nudeln für meine Kaloriendiät. Ich muss nichts anderes machen, außer warten, bis das Wasser vorne kocht. Nudeln reinklatschen, dann setze ich mich 45 Minuten hin und warte. Weil ich das kochende Wasser ausdrehe und einfach nur mit der Hitze des Wassers weichen lasse. Und wenn die Nudeln fertig sind, drehe ich vorne rechts das Jas auf für die Soße mit Bohnen. Das ist einfach nur komplette Tomaten, sonst gar nichts. Keine Würze, kein Fett, keine Stärke, kein Glutamat, nichts. Einfach nur blanke Tomatenmatsch. Völlig kalorienfrei, fettfrei vor allen Dingen, ganz wichtig, zuckerfrei, fettfrei. Und während ich die Nudeln abgieße, wird das vorne rechts warm bis lauwarm. Und dann mache ich es auch schon wieder aus. Und dann ist mein Essen schon fertig. Und dann haue ich hier 1 Milliarde Kilo Gewürze drüber und das mache ich einfach jeden Tag. Und schon lebe ich gern gesund mit allen Gehaltsstoffen, die der Körper so braucht. Da habe ich jetzt Hunger auf Kassler und geräucherte Rippchen mit Sauerkrautpüree. Das passt ja überhaupt nicht zu dem, was ich gerade die Zeichen erklärt habe. Habe ich das Bild schon wieder ausgemacht oder seht ihr das Bild noch? Ah, ihr seht das Bild noch.
Wieso? Du brauchst kein Fleisch, Uligi. Du hast doch schon Eiweiß. Dich muskelnstärkende Proteine aus den Bohnen. Mir egal was. Arme essen. Was du nennst, mein Essen? Arme essen? Oder dein Essen? Oh, ist schon wieder kaputt. Die Zombies sollen meinen Nackbau in Ruhe lassen, wenn ich da drüben eine Blutnacht habe. Delfino, die haben mir übrigens der halbe Nackbau abgerissen. Obwohl ich weit davon entfernt war und beide Brücken oben. Ich war doch eigen. Delfino, du hättest die Blutnacht problemlos mit mir machen können. Also, dir wäre nichts passiert und du hättest fast genauso viele Punkte gehabt. Stundenlang kann man hier schon mal aus dieser Ecke da runterballern. Und da. Und wenn die erst mal drin sind, dann hebt man hinten runter. Zu der Stange. Und schießt dann auf alles, was sich hier in der Halle bewegt. Wenn sie drin sind. That's so simple. Und jetzt habe ich ein Problem. Ich habe mir jetzt einen Zurückweg verbaut. Autsch, autsch, autsch. Wie komme ich denn raus? Es gibt hier keine Türen mehr. Cat, du bist auch nur gekommen zum Spenden heute, richtig? Wie geht's dir? Kein Wunder, die Bar ist so nah dran. Was willst du machen? Was sind denn das für obskure Gestalten dort draußen vor dem Fenster? Ach, das ist immer so, wenn man speist. Das sind die Armen. Das ist geil, Holy. Bin müde. Bist du wieder im Zug? Das war's doch heute wieder Geld für mich verdienen, Cat. In einem Angestelltenverhältnis, wo du teure viele Steuern zahlen musst. Oder wie? Oder was? Rot bin sie, ne? Ah ja, genau, machen wir da rot, ja. Da war eine rote Feuerwehr, da wird gefeiert und gewehrt. Man sieht gar nicht, dass es ist hier. So hübsch. Alles hübsch. So. Komplett zu der Verein hier. Das ist ja auch schon wieder durchkommen, ne? Stimmt, Holy, eine soziale Einrichtung für Arme bauen, wo arme Reiche beim Essen zuschauen können. Ja, das wäre geil. Ein sehr sozialer Verein. Der hässliche Ecken auch hübsch. Und dann schließlich eine ordentliche Post haben. Feuerwehr bekomme ich auf Post. So. Fire Station. Guckt, wie sie rot ist. Wie sie feiert. Wie so uneinnehmbar ist meine rote Festung. Je mehr sie einreißen, umso mehr Betonblöcke wären es. Irgendwann versuchen sie es hinten ja nicht mehr. Natürlich jetzt ja, Arme sollen teilhaben. Ja. Teilhaben, nur im Kontext welcher Form, ne? Na Cat, wo bist du? Wolltest du mir das nicht noch mitteilen? Im Zug? Zu Hause? Ah, Mann, was wollte ich denn jetzt? Naja.
Sonst die Hannibal-Serie kann ich nicht weitergucken. Sie ist nicht mehr an Prime. Och, da gibt es interessante Alternativen im Internet, Get. Was nicht zerpasst, am Ende hat er alle aufgegessen. Widerlich. Das soll ich erstmal generell gar nicht gucken. Hä, wieso, 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 wieso? Wieso gedreht? Ich hab die doch extra so gemacht, dass der die. Warum? Warum, warum so? Wie jetzt aber. Das wird wirklich eine Überraschung für die Zombies. Und Schutztür. So, da haben sie auch schon mal zu tun, die Zombies. Da durchzukommen. Wird natürlich noch verstärkt. Und wenn sie dann nach mehreren Stunden mal durch diese Tür sind, oder durch den Wandteil, erwartet ihn eine Überraschung, mit der sie nicht gerechnet hätten. Kommt ein Schützling in einer Stadt, um zu gucken, ob sie alleine von A nach B kommt. Schützling? Was ist das in dem Kontext? Ist gerade zu Hause angekommen. Wen musstest du beschützen? Feuerwehr, da Feuerwehr. Ja, mein Turm wollte ich doch noch eine hübsche Farbe geben. Als Kontrast zur Feuerwehr. Feuerwehr, die wehrt sich im Feuer her. Ist das ein geiler Kontrast zur Feuerwehr? Feuerwehr, Feuerwehr, die wehrt sich im Feuer her. The Feuerwehr, the Feuerwehr. Die wehrt sich im Feuerwehr, the Feuerwehr. Ein Freund meiner Mutter hat eine Tochter, die vom Bauchnabel abwärts gelähmt und im Kopf minimal zurückgeblieben ist. Mit ihr treffe ich mich einmal die Woche. Ich bringe ihr Schminken, Kochen und Ähnliches bei. Spannend. Was du so alles tust. Feuerwehr, die wehrt sich im Feuerwehr. Sechseckige Turm der Götter, der aus der roten Feuerwehr herausragt. Der Fokus auf Schminken, wenn es klappt, braucht sie mehr, nie mehr kochen. Ah, der war nicht schlecht. Nützlich auch. Du wolltest unbedingt schminken lernen. Das ist der Fokus. Ja, Uliki, das ist ja auch extrem wichtig. Ich wusste es. Es gibt dir nichts Wichtigeres im Leben. Dank mir ist sie wieder alles an Gemüse. Das ist doch super. Das ist kontraproduktiv, Kate. Mach ihr das klar. Ich lege meine Fotos aufs gesunde Kochen, weil sie am liebsten nur Schokolade essen würde. Ja, ich auch. Sag ihr, dass es gut ist. Sie soll ein Leben lang Schokolade fressen. Jeden Tag zwei Tafeln, so wie ich.
Dann wäre ich die perfekte Figur, wenn sie nebenbei komplett auf normale Nahrung und Fett verzichtet, so wie ich. Was ist denn das blaue Gebäude da drüben? Ja, die Feuerwehr. Das Wasser. Sie soll doch gesund sein. Kann sie doch. Sie muss nebenbei nur Wildkräuter essen und Vitaminpillen schlucken, während sie den ganzen Tag Schokolade isst, so wie ich. Das ist mein Todsünde, ist Cola. Was? Das ist mein Lieblingsdiät, trinken. Ich habe auch vorhin zum Frühstück einen halben Liter mir einverleibt. Also ich esse immer, trinke immer ein Viertel Liter Aspartam-Cola zum Frühstück. Macht mich extrem dünn und satt. Bin total glücklich. Sollst du auch probieren, Holy. Einfach den ganzen Tag hochgesunde minus Set Cola und dann süd. Ja. Jetzt sieht man das Sechseck da raus. Aspartam kann ich nicht ab. Aspartam geht gar nicht. Alles nur und nicht das nicht. Warum nicht? Ach, du isst ja nichts Süßes. Das ist natürlich dann was völlig anderes. Aber sag mal, wieso kannst du Aspartam nicht haben? Da wird mir schlecht von, das ist schade. Mir zum Glück gar nicht. Ganz selten, wenn ich nicht zu viel gegessen habe, wirkt es minimal abführend. Ich voller Galileo Durchfall von. Aber zum Glück nimmt das nur jedes 10. bis 20. Mal ganz sanft vor. Natürlich ist es Buresift. Wahrscheinlich zerfrisst es dein Gehirn komplett, behauptet zumindest manche im Internet. Aber auf der anderen Seite, ich nehme davon ab wie Sau. Nur das ist wichtig im Leben. Dass man abnimmt, abnimmt, abnimmt und abnimmt. Streichen das nicht. Kannst du kann die Dinger nicht streichen, sehr geil. Der kann das nicht streichen. Muss man nicht verstehen. Muss man nicht verstehen. Ich will mehr. Ah! Schon kann ich wieder Nudeln machen. Jetzt kann ich selbstgemachten Eistee ohne Ende trinken. Ich habe Zuckerzusatz ohne Kalorien gefunden. Stevia fand ich ganz okay. Jetzt kann ich selbstgemachten. Sag mal, Cat, welchen selbstgemachten Zuckerersatz hast du denn gefunden für dich, Cat? Zuckerersatzstoffe sind übrigens die beste Erfindung der Menschheitsgeschichte. Ich kann Cola saufen ohne Reue. Ich kann saufen, saufen, saufen. Erythrit. Okay, kannst du mir das Wort mal privat schicken? Das merke ich mir doch keine 11 Sekunden, das muss ich nachher googeln. Der Block davor ist durch die Leiter blockiert. Deswegen kann es nicht streichen. Ja, der Block daneben, der Finoing auch nicht. Beide Blöcke gehen nicht, verstehst du? Der unter der Leiter und der rechts neben der Leiter gehen nicht. Finde dieser Ersatzstoff auch gut. Treibt BASF-Aktien schön. Oh ja. Oligi, du hast mir noch nicht gesagt, ob du deine Ankündigung wahrgemacht hast und nachgekauft. So wie das in einem YouTube-Kommentar. Ja, BASF-Aktien. Kann ich jedem nur empfehlen. Das ist das Beste, was es gibt. Die zahlen scheiße hoch Dividende. Wundert mich nicht bei den Mengen an Gift, die die verkaufen. Die wissen nicht mal, wo die will. Und steigen tut das Ding. Das steigt den ganzen Tag nur. Das mit den Bills. Doch alles.
verfehlt. Man braucht zwei Fett. Du glaubst ja nicht. Spaghetti. Irgendwas fehlt noch. Muss man vor Idioten noch sagen. Ende des Tages habe ich dann drei Spaghetti, naja. Einer der weltgrößten, ja, die haben früher mal Videokassetten hergestellt in den 90ern, holy. Kennst du nicht die BASF-Videokassetten aus den 90ern? Ich habe 1000 davon. Ich habe heute so viel gegessen. Das reicht kalorientechnisch für die nächsten 3 Tage. Solange Geschmacksverstärker drin sind, ist alles okay, Kate, ja. Nee, ich habe mich überhaupt nicht damit befasst, was BASF eigentlich herstellt. Ist auch tatsächlich so, dass die viel Dividende zahlen und die Aktie ständig steigt. Ich weiß nicht mehr, was nicht steigen ist. Das ist die wertvollste Aktie, die es gibt. Also, kauft alle BASF-Aktien. Ist besser und wertvoller als Amazon. So, was haben wir denn jetzt? Genau. Erstmal schon mal das. Ach, du Delfino, du musst den Automaten wieder füllen, ja? Mein Essen geht mir bald alle. Ich habe nur noch 3 selbstgemachte Spaghetti und 2-mal Schamsuppe aus dem Automaten. BASF hat praktisch überall seine Finger drin. Hast du da nachgeforscht? Also, das überall, das ist mir zu unkonkret. Ich brauche jetzt mal Beispiele. So, 5-6 Beispiele, dann kann ich das dann hochrechnen, was mit überall gemeint ist. Stimmt, dachte schon, die kennt von früher. Wahrscheinlich hatten die so viel Restbestände. Wurden sicher zermahlen, jetzt als Ersatzstoffe verkauft. Du meinst die Videokassetten? Ja. Die zermalen jetzt die Videokassetten und hauen die als Geschmacksverstärker dran. Und schon sind's Müll wieder los. Ich weiß, warum ich den Zucker mag. Du meinst Erit, hast du mir das privat geschickt? Das Erit-Dings da. Also Leute, wir sehen uns nachher zu 1000% bei der Blutnacht. Ach ja, die kenne ich. Das ist jetzt, ne? Ne? Und schon hat man eine Verbindung dazu. Und dann fühlt es sich gleich richtig an, Aktien davon zu kaufen. Und hier, Delfino, ich kann das unter der Leiter, wie auch rechts neben der Leiter, nicht streichen, die Dinger. Und auch unter rechts neben der Leiter kann ich nicht streichen. Ich kann hier gar nichts streichen. Das ist schrecklich. Aber auch nicht so wild. Ach ja, die Gitter hier oben wollte ich noch vervollständigen. Das mache ich dann wohl nach meiner Pause. Ich habe Doppelgitter oben drüber. Da kommt in 10.000 Jahren kein Vorrat durch. Aber man selber kann einwandfrei durchschießen. Delfino, es wäre mir eine Ehre, mit dir die Blutnacht auf meinem Turm zu verbringen. Aber du wirst wahrscheinlich nicht wollen. Sicher ist es auf jeden Fall. Also, da kam nicht ein Vogel, nicht ein Spucker, nicht ein Springer kam mir hoch. Im Gegenteil. Das Einzige, was nach 2-3 Stunden Blutnacht war, sie sind dann ins Gebäude gekommen, nach 2-3 Stunden. Und dann schießt man sie einfach von der Rampe da oben ab. Du musst dir mein Twitter-Video Juri Benzimov, Psychologe, Warfare, Sabrischen, bla bla bla, anschauen. Liken und teilen. Warum, Cat? Kern ist Chemie. Und alle Firmen, die Chemie brauchen, sind die Zulieferer oder sind beteiligt. Das ist auch immer noch kein Beispiel. Ich brauche ein konkretes Beispiel. Zum Beispiel, aha, Videokassetten. Aha, Geschmacksverstärker in Name so und so. Der Zombie hat Nerven, läuft auch um meine Brücke. Und das dann auch außerhalb meiner Blutnacht. Erythritol, ein mehrwertiger Alkohol, wird vom Körper nicht in Energie umgewandelt. Geil. Ich esse Alkohol, ja, holy, ohne Dann add mich mal auf Twitter, mein alter Account geht nicht mehr. Ach, das ist dein alter Account. Sag mal an, wie der neue heißt. Hast du mir da was draufgebusst? Anscheinend. Holy spammt ja alles und jeden zu sein Hobby. Und das meistens mit Zeug,
mit dem ich nicht so stark resoniere. Nicht direkt auf deinen. Judy, jetzt haben wir es aber wirklich spät. 16:30 Uhr, ne? Wir sehen uns 19:30 Uhr im Stream. Ich lade vorher noch ein paar Videos dann hoch. Ich muss mal gucken, ob es eins Serie lang ist. Dann beginne ich schon während des Essens hochzuladen. Nicht, dass die Downloadzeit dann dafür sorgt. Auf den einen Kanal lade ich heute mein Dings hoch. Mein Kühlschrank. Das Video hat nur 375 MB. Das geht relativ flott. Und das andere Video, da weiß ich noch nicht, ob ich Lennarts Grafikkarte nehme. Grafikkarte. Grafikkarten, ich habe für jemanden gedreht, wie man eine Grafikkarte ausbaut. Ist das der Hammer? Das hätte 148 MB. Das kriege ich alles in einer halben Stunde geregelt. Nur wenn so ein, zwei Gigabyte sind. Ich brauche ungefähr eine Stunde pro Gigabyte pro Upload. Was willst du? Sie sind breit aufgestellt. Machen Zusatzstoffe für Parfüm. Echt? Ich brauche, um das für mich zu visualisieren, Oligi, brauche ich wirklich konkrete Beispiele. Einfach nur Cat. Auf dem Bild gucke ich ganz komisch. Okay. Catch Hire 1? Der folge ich schon. Und auf der Catch Hire finde ich nur. Blub. Kümmere dich selbst drum. Kann ich nicht, Oligi. Ich bin abgrundtief faul. Jetzt muss ich auch noch selber gucken, wo BASF seine Machenschaften drin hat. Eins weiß ich nur BASF. Sie stellen keine Videokassetten mehr her. Ich glaube, der letzte Videorekorder ging in Japan 2016 über Ladentheke. Und seitdem gibt es auch keine Videorekorder mehr. Keine neuen. Nur noch Restbestände und so. Aber wen juckt's? Mit Restbeständen und Gebrauchten kann man noch 30 Jahre auskommen, wenn man den mal Videorekorder braucht. Ich brauche keinen. Ich habe noch hinauf hier Videokassetten, die eine gewisse Heiligkeit haben, die ich digitalisieren werde. Und danach ist auch Schluss damit. Eine Edlacher guckt ganz komisch. Hi, Quatsch nie! Und bei Quatsch nie!